Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend hier am Streamstag zum wundervollen Flap-Flap-Stream hier bei eHayo. Heute sollte ich auch mal auf der passenden Lautstärke sein. Und wir haben wahrscheinlich gerade jetzt Werbung, das heißt alle Nicht-Abonnenten verpassen die wundervolle Begrüßung. Ich habe nämlich heute tatsächlich mal dran gedacht, stellt euch mal vor, ich habe vorm Stream mitgedacht, ich meine, ich tue immer eine halbe Stunde Minimum vorbereiten vorm Stream. Aber ich habe heute sogar mal dran gedacht, dass ich die Mikrofonlautstärke hochdrehen muss, weil die war schon wieder auf 83 oder was. Ich muss jetzt da mal schauen. Ich habe ja beim Stream Deck so eine Standard-Settings-Einstellungsteil-Zeugs. Ob ich das nicht auch irgendwie da mit reinpacken kann, dass da auch die Mikrofonlautstärke anpasst, weil das ist echt. Ich habe noch nicht rausgefunden, welches meiner Programme mir die Mikrofonlautstärke ändert. Finde ich ganz schön blöd, ehrlich gesagt. Aber ich habe dran gedacht, das heißt, ihr hört es mich auch alle. Bin ich schon mal positiv überrascht. Das Mikrofon ist auch geendmutet. Ja, genau, super. Ihr hört es mir auch wirklich und richtig und überhaupt. So, meine Lieben, wem haben wir denn schon allen da? Ganz fleißig, als allererstes da immer, fast quasi so gut wie immer, der Andi, der reingeschrieben hat. Dann Windows ist auch schon da. Ich bin da, habe euch schon mal alle in Latella hingestellt. Latella ist natürlich zuckerfrei und vegan. Also da sind ungefähr nur 20 Gramm Zucker drin auf 100 Milliliter oder so. Also quasi komplett zuckerfrei und natürlich auch vegan. Das ist ja der Abfall. Das ist ja quasi, wenn man Käse und so macht, das, was quasi übrig bleibt, die Molke. Das hat mit Milch nichts mehr zu tun. Also ist natürlich vegan, Latella. Ausnahmslos, ganz klar. Mücke, grüß dich. Sven, grüß dich. Hope ist da. DE0508, Uwe, grüß dich. Und der Hollow meckert schon wieder rum. Topsoft, grüß dich. Das, was nach dem Stream zu laut wird. Das macht Windows ganz kostenlos für mich, genau. Und Leros, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Geht's euch allen gut? Ich habe mal schon einen wundervollen eHayo-Tassen-Kaffee gemacht. Das war im Übrigen mein Versuch. Eigentlich wollte ich sie unterschreiben, die Tassen. Und da habe ich mir extra so einen Keramikstift, den man dann backen muss, gekauft. Und das Ergebnis war dann, dass die ganze Schrift, weil den muss man irgendwie bei 60 Grad oder was im Backofen hauen oder wie viel, oder 80. Und dann war die ganze Schrift ist verlaufen. Deswegen habe ich das mit der Unterschrift wieder weglassen, weil wegen aus Gründen. So, Solvas, grüß dich, willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich trinke jetzt erstmal ein paar Schluck Kaffee, damit ich einigermaßen fit bin für den Stream. Da schon ganz viele Leute gefragt haben, ich werde sie wieder aufnehmen, den Job. Die wird wieder kommen. Die eHayo-Tasse werden wir wieder anbieten, weil wegen einfach cool. Und ich habe selber nur drei oder vier und ich habe immer drei oder vier hier unten stehen und ich brauche einfach mehr. Und von dem her, nee, das ist eine von den allerersten, die ich damals getestet habe. Also ich habe heute gesehen, ich habe die aber Flyer-Alarm gestellt, ich habe heute gesehen, da gibt es auch Halbliter-Tassen. Wäre vielleicht auch ganz cool. Also quasi auch emailliert, nur ungefähr halt einen Tick höher. So in etwa. Wäre vielleicht auch witzig. Halben Liter Kaffee ist eigentlich genau das, was man so morgens braucht, damit man danach die Kaffeemaschine bedienen kann. Ja, fände ich eigentlich ganz geschickt, sowas. So, jetzt muss ich mal ganz schnell reinschauen für euch, weil ich habe heute noch nicht aktualisiert. PCBW aktualisieren. Nein, wir sind immer noch nicht so weit. Die Tastatur ist fertig produziert, also Ober- und Unterseite der Tastatur ist fertig produziert. Die Flap-Flap-Platine ist fertig produziert. Aber, also auch die Wechselblinker, die 1000 Stück sind fertig, aber die 1000 Widerstandsmännchen-Platinen sind noch nicht fertig. Da müssen wir leider noch Geduld haben, bis die fertig sind, dass wir dann quasi das Zeug schick kriegen. Aber wenn, jetzt haben wir Dienstag, das soll die Woche, glaube ich, wird das alles fertig sein. Wenn es dann verschickt wird mit FedEx, ich bin ganz zuversichtlich, dass, ja, ich glaube, nächste Woche zum Stream könnte man es schon haben. Je nachdem, wie flott FedEx ist mit rüberschicken, wie flott der Zoll auch ist. Normalerweise geht das einfach durch, weil ich ja die Zollnummern und alles angegeben habe. Von dem her werden wir mal schauen, wie es funktioniert. Könnte man nächste Woche Dienstag, wenn wir Glück haben, die Flap-Flap-Platinen da haben. Die bis Freitag, glaube ich, sollten auf jeden Fall die Tastaturplatinen da sein. Und da gucke ich euch jetzt auch noch schnell rein, ob die einen Versandtermin, Liefertermin drin haben. Die Flyer-Alarm-Heinis. Daten gehen in Druck. Voraussichtliche Lieferung zwischen 17. und 21.10. kommen die Tastaturfolien an. Das heißt, da
Da geht quasi, da haben wir, die haben wir ja definitiv nächste Woche da. Können wir die mal anschauen. Die gibt es dann auch in den Shop rein, habe ich mir überlegt. Die packe ich dann so eins zu eins in den Shop rein, weil ich das cool finde. Cool find. So viel Wasser geht gar nicht in die Maschine. Ja, da muss man halt einfach schneller trinken. Die Laser grüßt dich. Absolut pünktlich, noch nichts verpasst. Bin nur am irgendwelchen Blödsinn labern. Also noch komplett in time. Du bist. So, ich habe mich heute fast ein bisschen geärgert. Und zwar, jetzt mache ich mal schnell hier Pulsonix auf und dann schalte ich mal um, dass ihr auch was seht. Hat man nämlich heute überlegt, Bildschirm, flap, flap. Flap, flap. Hat man nämlich heute überlegt, also das mit dem EHI-Schriftzug, ich muss quasi immer die Schriftart neu installieren und dann, ich weiß nicht, irgendwas hat Windows da, dass er diese Schriftarten vergisst, weil er zeigt es bei Pulsonix nie an. Ich weiß nicht warum. Also wir haben ja hier unser Netzteil mit 48 Volt und das macht ja hier die 5 Volt aus unserem 48 Volt AC. Und ich habe mir heute, ich saß irgendwie so auf dem Klo und habe mal so die Platine Revue passieren lassen, so wie man das halt macht als permanent an Hardware denkender Mensch. Und da kam mir plötzlich der Einfall, dass eigentlich wir jetzt ja den Raspberry Pi immer mit USB programmieren. Und wer die Werbung, wegen Werbung die Begrüßung verpasst hat, ja, Opel grüßt dich. Ja, genau, also ich habe da immer so Gedanken. Da trifft mir immer der Blitz beim Scheißen, dann habe ich so eine Idee. Ne? Und zwar haben wir ja den Raspberry Pi und den tun wir ja mit 5 Volt programmieren. Und eigentlich hätte ich mir gedacht, wäre es cool gewesen. Tops Bobs, danke für den 11. Monat. Haben wir die 30 wieder voll? Ne, 28 haben wir. Eieiei, knapp, knapp, knapp. Wird dann schon wieder mit 30. 30 haben wir ja schon geschafft das letzte Mal. Da wäre ein Lötjumper cool gewesen, dass wir die 5 Volt wegkonfigurieren könnten. Habe ich mal so überlegt. Es ist da ja zwar schon Diode mit drin und so, dass beim USB nichts mehr zurückfließen kann und so weiter. Aber an sich, dass man quasi das komplett unabhängig voneinander betreiben hätte können, wäre, glaube ich, schon. Wäre so eine Idee gewesen, die mir heute gekommen ist, dass das eigentlich gar nicht so blöd gewesen wäre. Platz hätte man auch genug gehabt für den Lötjumper auf der Unterseite, aber geschenkt. So, Tops Pops einfach mit einem Sub Hallo sagen, so gefällt mir das. Das sind meine liebsten Zuschauer. Da haben wir eine Optilie eingeblendet, die können wir mal ausblenden, damit Sie oben mein wundervolles, wundervolles Dingens da sehen. So, ja, genau, das ist immer so, Andi. So, meine Lieben, dann schauen wir mal, weil wir haben, ich habe, ihr habt es mitgekriegt, alle sind bei Instagram am Folgen. Ich bin momentan richtig fleißig auf Instagram. Also wer mir da nicht folgt, der verpasst quasi richtig viel, weil ich poste quasi täglich was. Ich habe hier die, warte jetzt mal, da tun wir jetzt mal hier umschalten auf die da. Und die mache ich euch ein bisschen größer. Ich habe hier das ausgedruckt. Ich habe das jetzt alles rausgerupft. Wir müssen das heute wieder alles neu zusammenbauen, wenn wir das testen. Ich habe das rausgerupft, weil ich musste hier arbeiten, schrauben und machen und tun. Und da hatte ich keine Zeit, dass ich da ewig. Ne? Und überhaupt. So, also. Wir haben hier die Platine ausgedruckt. Haben wir das letzte Mal ja bereit gemacht, das Ganze. Habe ich dann komplett ausgedruckt. Es ist hier auch relativ knapp. Ich meine, das Teil ist natürlich auch nicht so groß wie da dieser Klotz. Das ist deutlich kleiner, das ist so groß. Aber wir haben es Platz, also es geht sich aus. Wir haben hier noch gut Luft, alles Thema, alles kein Thema. Aber das wäre halt schon wieder so ein Fall. Wenn das Ding ein bisschen länger gemacht hätte, dann hätte man vielleicht hier mit der Schraube ein Problem gekriegt. Deswegen immer gut, wenn man so Zeug auch einmal zumindest ausdruckt. So, kein Instagram, Twitter habe ich leider gar nicht. Twitter könnt ihr auch noch posten, stimmt. Aber Instagram kann man ohne, dass man satt gucken. Wenn du im Discord bist, ja sowieso im Discord, im Social Media, wird es ja auch immer gepostet und das erste Foto ist eh das Wichtigste. Du musst die anderen Fotos ja eh nicht wirklich sehen. Von dem her passt es dann schon. Also, wir haben hier die Platine. Ich muss jetzt eh gleich mal wieder rausschrauben, weil wegen Umbauen. So, einmal aufschrauben. Weil wir müssen es ja wieder auf Dings machen.
wieder auf ups, Sensor und Co. Also, was mir nicht gefällt, habe ich jetzt gesehen, ist, dass das Ding, ich weiß nicht warum, aber das wackelt. Und zwar anständig. Eigentlich war das eine richtig gute Presspassung und jetzt wackelt das Ding wie noch was. Da müssen wir schauen, was wir da wieder verbuckt haben. Vielleicht müssen wir das andere Teil nochmal neu drucken. Ich habe das Unterteil neu gedruckt. Also das wäre das Graue hier. Das habe ich in CF mit Carbon gedruckt, weil ich es halt einfach gerade gehabt habe. Und ich dachte, Grau schaut gut aus. Von dem her passt es gut. Ja, da müsst ihr aber das komplette Teil reinkonstruieren, Opel Calibra. Da müsst ihr das komplette Ding reinkonstruieren. Das ist auch nicht gar so mal schnell eben gemacht. Ne? So, also das Ding da, seht ihr das? Das wackelt ganz schön. Halt's mal fest. Also eigentlich war das schon so, dass das eine ganz schöne Presspassung war da drin. Und jetzt wackelt es wie sonst was. Müssen wir vielleicht doch nochmal ein Zehntel kleiner machen. Nee, das ist ja nur diese Welle, die durchgeht. Also die Mutternhammer, da bringt da gar nichts. Also original ist das ja auch nur da in dem Kunststoff da drin. Das Original ist auch nur da drin. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass durch das bisschen Drehen, was wir da gehabt haben, jetzt da auch so ausschlägt. Ich meine, jetzt tun wir es mal schnell raus. Schauen wir uns mal an. Hoffentlich verlieren wir nicht die ganzen Dings da wieder. Also vielleicht muss man einfach die Wandstärke da nochmal einen Tick dicker machen oder so. Und das Ganze in CF drucken. Aber oh, eigentlich schaut da jetzt nicht, wie man da sagt, das ist jetzt keine Ahnung wie ausgerissen oder ausgeschlagen. Problem ist, glaube ich, echt, dass ich es da oben, ja, Messinghülse, dann geht es mit dem Magnet wahrscheinlich wieder nicht so schön aus. Da haben wir dann wieder nur Probleme. Ich glaube, dass wir da einfach, jetzt schauen wir es uns mal ganz schnell an. Libre Design. Wir hatten ja da auch ein dezent Problemchen. Inkrementalgeber Oberseite, da ist die komplette Baugruppe. Also ich habe es mir ja auch hier komplett angeschaut, die Baugruppe zum Thema. Man kann sich das ja anschauen. So, da haben wir unsere Baugruppe. Aber wir haben jetzt ja auch hier unser Messschieber endlich mal wieder gefunden. Das heißt, wir können ja hier das genauer gucken. 3,97 und in eigenem Fenster bearbeiten. Das da müsste eigentlich eine Viererbohrung sein. Ah, da haben wir 4,4 mittlerweile gemacht. Das ist natürlich dann, weil 4,0 ging. Ah, wir machen es 4,0. Wisst ihr, was wir machen? Das machen wir jetzt ganz einfach. Das Teil da, wo haben wir sie, die Bohrung? Das machen wir jetzt ganz anders. Das hauen wir auf eine Viererbohrung runter. Und dann bohren wir es einfach mit dem Viererbohrer auf, wenn es nicht genau 4 hat, hätte ich jetzt gesagt. Weil wenn wir dann mit einem, achso, nee, wir haben ja hier nicht so viel Fleisch, dass wir da irgendwie am Messing irgendwas Platz hätten, schätze ich mal. Aber wir machen das jetzt einfach ein Viererloch, nicht ein 4-4er, dass ein 4-4er natürlich zu dick ist. Und das nicht geht, jetzt gucken wir mal, ob das da irgendwie 4,18 haben wir, 4,19, also 4,2 haben wir aktuell. Das heißt, wir sind da, oben haben wir 4,1. Wir machen ein Viererloch und dann bohren wir es auf. Da tun wir nicht lang rum, hätte ich jetzt gesagt. Und damit das Ganze auch ein bisschen Stabilität kriegt, weil wir liegen da ja innen drin auf der Scheibe an. Ich würde das sogar fast nochmal anders konstruieren, ehrlich gesagt. Ich würde das nochmal fast einen Tick anders konstruieren. Weil wir haben innen nichts mehr, was man irgendwie. Ich habe gute Bohrer Dreams bei. Vielen Dank für dein Abo. Ich habe ja gute Bohrer, genau. Vielen Dank für dein Prime-Abo. Und schon sind wir auf 29 von 40.
30 hat man letzte Woche schon. Deswegen hat man mal Twitch das auf 40 hochgesetzt. Ich wäre fast dafür, dass wir sagen, weil das Ding. Wir haben ja hier, jetzt mache ich mal hier einen Strich mit dem Bleistift rein, damit wir wissen, wo wir sind. Ungefähr da. Das Ding hat eine Tiefe von hier 3 mm. Wir können nämlich das Teil da, der da. Der Hype-Trend beginnt. Die Laser, vielen, vielen Dank für dein Abo. Und jetzt haben wir die 30 voll. Gewaltig. Dankeschön euch. Und Hype-Trend. So, und zwar tun wir das Teil hier. Das hat ja wie das Originale 6,7. Das machen wir jetzt einfach dicker. Das machen wir jetzt, keine Ahnung. Ist ja völlig wurscht. 15. Ja, 15. Machen wir mal 3. Machen wir mal 10. Weil das spielt ja überhaupt keine Rolle, weil wir da drin ja eh den Platz haben. Dann haben wir nämlich da auch ein bisschen mehr Stabilität. Vielleicht ist ja einfach hier oben das ausgerissen, weil das PLA, der macht hier genau 2 Rundungen und mehr nicht. Das machen wir einfach ein bisschen dicker. Wir müssen es aber noch einen Tick abtragen, weil sonst wird es uns zu. Von da nach da. Und wir haben jetzt da einen Außendurchmesser. Wir müssen ja in den Magnet müssen wir reinkommen. Und da brauchen wir. Ach, haben wir nicht den irgendwo nur auf? Wenn wir nicht hier rumraten, wenn wir nur aufhaben, oder? Magnet, Magnet, da. Ringmagnet. Diametral. Der da. 7 mm Innendurchmesser hat der. Das heißt, wir müssen dem Ding da geben wir 6,5 und du bist konzentrisch mit dem Außenkreis. Skizze verlassen. Und dann haben wir die Tiefe vom Magneten, die tun wir. Nee, dann können wir sogar ein bisschen. Der geht gar nicht so weit rein. Der geht, wie weit geht der rein, der Magnet? Kriege ich das gemessen? Nee. Oder? Oder? Nee, kriege ich nicht gemessen. So vielleicht. Da haben wir 20 genau. Und da haben wir 19,8. Das heißt, 1 mm reicht. Mehr geht der Magnet nicht rein. Minus 1. Dann hat hier nämlich der Magnet noch ein bisschen Platz, dass er laufen kann. Weiter geht da nicht. Mach mal ein kleines Tick mehr. Minus 1,5. Dass wir noch ein bisschen Spiel auch noch haben. Schaut auch nicht. Lord Klee, grüß dich. Willkommen im Stream. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Fleisch auf dem Ganzen. Gefällt mir das auch besser. Sollte sich zeichnerisch auch ausgehen, oder? Schauen wir mal. Werkzeuge und Filter. Nee. Baugruppenfeatures. Nee. Prüfen. Präzise 3D-Schnittansicht. Selektierte Elemente. Alle. Du, du, du. Du, du. Anwenden. Zack. Naja, da haben wir noch. Da haben wir, da könnte man sogar wirklich den 1 mm machen, weil man sieht es hier, wir sind hier echt, haben wir echt gut. Gut Spiel eigentlich noch. Da ist der Sprengring drin, wo das Ding ansteht. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir so. So, dann haben wir da Schnittansicht auch drin, können wir auch mal brauchen. Speicheln wir das Ganze. Gibt es dann schon wieder ein GitHub-Update? Freut euch schon wieder alle drüber. Ich druck das Teil jetzt nicht neu aus, so zu eurer allgemeinen Information. Jetzt nochmal ganz schnell, damit ihr noch coole Dinge seht, nicht nur
CAD. Hier quasi das Teil in Carbon neu gedruckt. Dann hier die Platine reingeschraubt. Wir haben ja hier diese zwei Anschläge gemacht, dass die Platine auch wirklich ansteht. Da und da. Und seitlich steht sie auch an. Da habe ich nochmal geguckt, da mal ganz kleine Unsymmetrie gehabt, die habe ich rausnehmen müssen. Aber die steht jetzt hier perfekt drin. Und hier geht die Platine vor und da ist der Sensor drauf. Und wenn man das jetzt nochmal zusammensteckt mit dem Teil und da reinguckt, das geht jetzt hier mit der Kamera nicht. Da gucken wir jetzt mal ganz schnell zu Optilia. Mit der können wir besser reinschauen. Dreamspy, danke für die 100 Bits. Dann sehen wir, dass hier drunter exakt, ein bisschen heller machen, dass hier drunter exakt der Chip liegt. Autofokus weg, manueller Fokus. Und zwar sogar so, dass er nicht genau mittig drunter liegt, sondern wirklich exakt mit dem, wie wir es brauchen, drunter liegt. Also das war unsere. Oh, jetzt klebt mir ZX81 Tastatur in meiner Hand. Das war quasi genau, wie wir es brauchen. So seht ihr es nochmal mit der guten Kamera. Bauteile auch alle Platz hier. Der Kondensator easy Platz neben dem Gehäuse. Die Stiftleiste, die habe ich leider abgebrochen. Da ist nur da. Da habe ich es angefasst und dann ist es abgebrochen. Es ist jetzt nicht der perfekteste Druck, aber ich kann damit leben. Wollen hier nicht Weltmeisterschaft im 3D-Drucken kriegen, hätte ich gesagt. So, also das Teil wieder weg. Das Teil komplett weg, brauchen wir jetzt so erstmal nicht. Wir nehmen unser bisher bekanntes Teil. Haben uns da irgendwo aufgeschrieben, was wo wie dran war, glaube ich. Gell? Dann bauen wir den wieder zusammen. Auch wenn er ein bisschen eiert, ich gucke mal, ich hoffe, er eiert nicht so sehr, dass er die Zähne überspringt. Das wäre schlecht. Aber das schauen wir uns dann nur gleich an. Jetzt kommt hier erstmal der Sprengring wieder drauf. Das Zahnrad wieder drauf. Der zweite Sprengring drauf. Zack. Ah, so wild ist es nicht. So wild ist es, glaube ich, nicht. Dann können wir das wieder draufschrauben. Ich habe jetzt auch hier diese Phase rausgenommen. Habe ich es hingelegt? Ich habe jetzt hier auch die Phase rausgenommen. Das ist jetzt hier flächig bündig, weil da kommt eh keine Senkkopfschraube rein. Und der 3D-Drucker quält sich halt schon doch so ein bisschen, wenn er nur so eine einzige Linie zeichnen muss, weil dann schon Phase anfängt. Deswegen habe ich das jetzt mal rausoptimiert. So, Rimspy, vielen Dank nochmal für die 100 Biddies. So. Schrauben wir mal zu. Dann bauen wir das Ding wieder ein. Dann bauen wir es wieder zusammen. Ich muss ja leider Gottes wieder alles zusammenbauen. Das ist jetzt ein bisschen das Mühsame an der ganzen Geschichte. Also da schrauben wir im Übrigen direkt ins PLA. Das hat sich alles, es funktioniert gut erwiesen, weil da tun wir keine Muttern einschmelzen. Ich hätte welche da, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, können wir das noch machen irgendwann. Aber aktueller Stati. Ist das erstmal so machen. So. Dann. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Dreamspy, was verschafft mir eigentlich die Ehre. Du kommst hier rein, du abonnierst, du spendest Biddies und du schreibst sonst gar nichts. Achso, und Raumwelle habe ich komplett übersehen. Grüß dich, Raumwelle. Und Young Lady, grüß dich. So, jetzt schauen wir mal. Ja, das könnte schon drüber hüpfen, ne? Ja, aber knapp. Schauen wir es nochmal auf und biegen es ein bisschen rüber. So. Schrauben wir es wieder zu. Da hüpft nichts mehr drüber. Da hüpft jetzt nichts mehr drüber. Bommik, danke für dein Follow. Willkommen im Stream. So, meine Lieben, dann. Tun wir das Zeug wieder alles zusammenstecken und schrauben. Wir haben hier die
Das Breadboard, ich muss auch die 48 Volt wieder hier rüber kriegen. Wir sollten es diesmal auch alles mal wieder ausnahmsweise richtig zusammenstecken. Mal so als wäre nicht ganz so schlecht, zwecks Brennen und so weiter, weil haben wir jetzt schon oft genug gehabt. Muss nicht mehr oft, sonst muss nicht mehr oft sein, sonst. Also es reicht alle paar Mal, wenn was brennt. So, wir haben unser Flap-Flap. Ich baue alles wieder drüben auf. Gehen wir gleich rüber zum Lötplatz, dann bauen wir drüben alles auf. Ich mache mir hier parallel dazu, das blende ich euch aus, die brauchen wir dann nicht mehr. Ich mache mir hier parallel dazu die Schaltung auf, denn wir haben noch ein paar Dinge, die wir dazu bauen müssen. Nämlich und zwar diesen Zero-Taster haben wir dank eines aufmerksamen Zuschauers hinzugefügt, dass wir quasi mit Tastern nullen können. Den Mock und so weiter, das bauen wir alles gleich an die richtigen Pins dran, so wie wir es hier haben, dass wir es auch gleich korrekt testen können. Genauso wie hier den Magnetfeldsensor. Ich habe heute, glaube ich, eine Viertelstunde gesucht, ob ich irgendwo noch so eine RTC habe. Ich habe leider keine gefunden. Ich weiß gerade nicht, wo noch eine sein könnte. Ich habe hier noch ein paar Platinen, vielleicht ist da noch irgendwo eine dabei, da kann ich jetzt danach nochmal gleich schauen. Aber ich habe nirgendwo so eine RTC gefunden, leider Gottes. Also da müssen wir jetzt erstmal ohne abkönnen. Ja, Hollo, ein absolut geiler Typ. So, jetzt muss man ja immer dieses Heißwerden beim Streamen. Das werde ich auch nie lernen, dass ich mal von vornherein die Jacke ausziehe. So. Also hüpfen wir mal rüber. Ich nehme euch mit. Ich packe mir den Schaltplan da auf den Bildschirm, weil dann kann ich mal den auch mitnehmen. Und dann steckt man das ganze Zeug zusammen. Oh nein, da fällt was runter. Ui, da ist noch so ein Dingenszeugs. Oh, Schaumgummi. Ah, Anti-Laut. So, dann nehmen wir den Bildschirm mitnehmen. Und das Zeug mitnehmen und alles mitnehmen. Und dann schalten wir hier einfach um auf Lötplatz. Und dann sind wir hier daheim. Licht habe jetzt keins eingeschaltet, habt jetzt Pech gehabt. Mal sonst zu hätten. So, dann haben wir das da, das da. Da zoomen wir mal raus, dass ihr es seht. Dann machen wir es dunkler, damit es nicht blind werdet. Dann haben wir hier einen Raspberry Pi. Den klatschen wir hier drauf. Wird das auch scharf oder wird scharf überbewertet? Jetzt, oder? Ausreichend scharf. So, wir haben hier unsere Triac-Ansteuerung und unser Motor, den habe ich jetzt wieder irgendwo. Muss mal schauen, wo der wie angesteuert wird. Der Flap Flap, der blaue geht auf die 48 Volt. Und der rote geht auf den Kondensator. So, den Kondensator haben wir jetzt auch weg. Den haben wir da liegen. So, Kondensator klatschen wir mal da rein. So, da haben wir die 48 Volt. Da haben wir die 48 Volt. Die holen wir uns da vom Trafo. So. Dann haben wir Rot, geht zu den 48 Volt, das wäre dann hier. Blau geht auf den Kondensator, das wäre dann tatsächlich hier. Das eine der Stück. Eine. Und die zwei Grauen gehen auf den Triac und zwar auf die zwei Beinchen da, zack und zack. Ich der Pinzette, ich krieg das dann noch nicht so störungsfrei hin. Wo ist die Pinzette? Wo ist die Pinzette? Weg. Dann machen wir das mit einer. So, so, was haben wir da jetzt? Dreams Buy, danke nochmal für die 100 Bits.
So, dann haben wir das Teil da. Das heißt, das müsste jetzt dann auch wieder plapp, 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 plapp machen. Dann haben wir die Ansteuerung. Geht auf Pin 27. Wir sind hier der 1, 2, 3, 4, 5, 6, der siebte von unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der siebte von unten. Das ist unsere Ansteuerung für den Mock. Dann haben wir da die 3,3 Volt. Die haben wir hier, die 3,3 Volt für den Sensor. Die Masse haben wir da für den Sensor. Wir kriegen ja hier 3,3 Volt aus dem Raspberry raus. Und auf 17 und 16 hängt das da drauf. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo was ist. V3 Ground, SDA, grün ist SDA und SDA ist, sehe ich jetzt nicht, runterscrollen. SDA ist der 16, also grün geht dahin und lila geht auf den 17. Also mit sollte das soweit eigentlich schon wieder funktionieren. So, jetzt müssen wir noch die Taste hinzufügen. Ja, das passt auch drin bei DesignKit Switches. Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Irgendeinen schönen Taster, einen kleinen. Ja, hat schon SMD-lastig. Nehmen wir den da. Dann nehmen wir den da. So, DesignKit Switches wieder retour. Dann klatschen wir den einfach dahin. So, dass er vielleicht nicht die Beinchen zu sehr abbiegt. Jetzt muss ich ganz schnell durchmessen, ob ich ihn richtig rum hin habe oder ob ich ihn falsch rum hin habe. Das weiß man ja auch nicht. Kann ich mir nie merken. Und zwar da und da. Ja, schaut schon mal nicht so schlecht, dass wenn er noch nicht piepst. Ja, passt. Basta. Dann brauchen wir hier noch einen kleinen Drahtbügel, nehmen wir einfach den, den wir hier liegen haben. Denn der geht auf Masse runter, der Taster, weil wir brauchen einen internen Pull-up. Und dann bräuchte man noch ein Männchen-Männchen-Jumper-Wire. Das ist wie immer Mangelware. Da haben wir eins. Dann geht es von dem Taster Anschluss zu. Jetzt muss ich wieder hochscrollen. Gut, dass ich meinen Schalter dann hinmache, wenn ich dann immer wieder hochscrollen kann. Eins frei und dann der nächste Pin. Der da. Dahin geht das Ganze. So, dann haben wir hier unseren Reset-Taster. Nicht, dass wir gescheit hinkommen, aber wird ja sonst die überbewertet. Dann haben wir hier unsere Ansteuerung. Das, wir können dem schon mal Spannung geben. Er blinkt, er macht was, das heißt, den haben wir schon mal. Lord Klee, ich hätte eine allgemeine Frage. Ich habe schon 230 Volt Schaltungen aufgebaut auf dem Breadboard, das geht. Das kann ich machen. Ich weiß nicht, was die Hersteller angeben an Spannungsfestigkeit direkt, aber ich habe tatsächlich schon mit 230 Volt auf dem Breadboard hantiert. Die sind zwischen die Kontakte sind die isoliert, nämlich die haben, habe ich keinen Star, das ich aufbrechen kann. Die haben quasi diese Federkontakte, die da reingehen. Da ist links und rechts überall ein Kunststoffsteg. Die stecken quasi in so Löchern drin und die sind unten dann quasi nur bündig diese Federkontakte, aber zwischen die Federkontakte sind Kunststoffstege drin. Von dem her sollte das eigentlich kein Thema machen. Also wie gesagt, habe 230 Volt. Ich sage jetzt nicht, mach's und es wird nie was passieren, weil das traue ich mir jetzt nicht, aber ich habe es schon gemacht und es ist nichts passiert. So, wir zoomen raus, damit ihr hier was seht. Wenn jetzt der Stream weg ist, ist er bald wieder da, weil dann fliegt die Sicherung, weil der Trafo zu viel Strom zieht. Das ist immer das Problem, aber ich stecke mal ein. Hat funktioniert. So. Oh, der pumpt was zusammen, der Trafo. Es raucht aktuell mal nichts. Schon mal erstaunlich. So, dann Rest, das lassen wir parallel laufen. Rest machen wir drüben am PC.
Einmal Bildschirm, einmal Mikrofon, noch ein Bildschirm umschalten, da Bildschirm. So, wir haben unseren Raspberry schon hier. Zeigt es auch schon direkt an. Dann hier ein bisschen Platz machen. Ein Schluck Kaffee vom Softwareprogrammieren. Dann holen wir uns hier wieder unser Pulsonix her, Resize. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben unseren ChatGPT, der uns ja alles programmiert, weil wir kein CircuitPython können. Und dem sagen wir jetzt mal ein paar Dinge. Hallo, lieber ChatGPT. Es geht weiter mit dem tollen Projekt, wo du schon so wundervolle und funktionierende Software für uns programmiert hast. Man muss immer ein bisschen Lob preisen und sowas, ne? Weil wegen aus Gründen. Wir haben ein paar Änderungen an der Schaltung vorgenommen. Der I²C-Sensor hängt nun an. Ich glaube, das haben wir nämlich das letzte Mal geändert an GP17, an GP16 und GP17. Das haben wir nämlich das letzte Mal geändert auf 14 und 15, weil wir das auf die andere Seite packen wollten. Ich mache ihn wieder kaputt, genau. Hängt nun an GP16 und 17. Der Ausgang hängt jetzt an GP21. Der war nämlich an GP20, aber wir sind um 1 weiter. Zusätzlich haben wir eine Taste an GP22 angeschlossen, welche mit dem internen Pull-up-Widerstand arbeiten soll und die das Signal gegen Masse zieht. Wenn wir diese Taste drücken, soll unser, wie haben wir denn das genannt? Wie haben wir denn das genannt? Wir haben das genannt. Config X0 soll unser Nullpunkt kalibriert werden. So. D statt D, ja, weil das Handy das halt korrigiert. Das klingt nach einer spannenden Anpassung und es sind über knapp 40 Leute dabei, die diese spannende Anpassung miterleben, weil wir ja so unglaublich coole, spannende Dinge machen. So, Calculate Rotation, jetzt tippt er wieder so langsam rum. Also wenn wir mal irgendwann die 100 Follower voll haben, dann hole ich ChatGPT Premium, damit wir nicht zu lange warten müssen. So, der I²C, das können wir doch gerne, lassen wir wissen, was noch läuft. Den gesamten Teil mit der seriellen Schnittstelle sollst du aber nicht weglassen, bitte. Hat uns die konditionelle Schnittstelle wegoptimiert. Der traut sie was. Gleich gibt er auf, sagt, du dumm, geht nicht. Was ich da jetzt schon wieder sehe, hat da unten schon wieder Time Sleep 1 drin. Das ist Mixe gute. Ach Gott, da haben wir Safe Config und so weiter. Das hat er alles weggelassen gerade. Ach so. Genau. Ja, das wollte ich. Warum machst du das nicht einfach gleich? Warum meinst du, du musst was Neues erfinden?
So, jetzt hat er auch die aktuellen Stufen und so weiter. Timesleep 0,01 und so weiter. Perfekt. Code kopieren. Steuerung A, V, Steuerung S. Wir haben den Code rüber kopiert. Ich habe auch schon Putty vorbereitet. Das können wir zumachen. Ich habe hier Putty irgendwo vorbereitet. Da muss ich hinschauen. Dreamspy, danke nochmal für die 100 Bitties. Raspberry. So, wir haben hier Putty. Wir kopieren das rüber. Hier haben wir das Teil. Wir müssen das bei Dokumente GitHub. Flap, Software, Code.py, den kopieren wir rüber. Datei im Ziel ersetzen. So, Konfiguration geladen. 0 Punkt ist gleich 0. Step Ziel ist gleich 50. So, wie war jetzt das? Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich wieder zuerst auf 0 hindrehen. Wenn wir jetzt da auf den Nullpunkt drücken, Nullpunkt kalibriert. Fehler beim Speichern. Schreibgeschütz, also da ist es schlimm. Oh, das hat er doch schon gemacht. Calibrate Nullpunkt. Safe Config, Open. Jetzt hat er das auch schon wieder vergessen. Das hat wie geheißen? Ja, das hat nichts damit zu tun, ich sage, er soll den bestehenden Code erweitern, hallo. Das ist einfach nur. Und nimm bitte auch den Code-Teil mit Storage, mit dem Storage-Modul. Mit Remount zwecks Schreibschutz. Oder hat er das, aber nee, das muss ich sowieso reinmachen, hat's ja nicht drin, ne? Oder? Magnetic Safe Config, nee, da tut er einfach nur öffnen, da muss er nämlich den Schreibschutz wegnehmen und dafür muss ich aber auch zuerst das Ding trennen vom Dateisystem, damit das funktioniert. So, macht er das? Storage Remount True. Das war nämlich wichtig, das hat er nämlich nicht gemacht das letzte Mal. Da hat er das da so drin lassen. Und da war es für immer schreibgeschützt und wir mussten Todesdinge machen, damit es funktioniert. So, hat das programmiert immer noch nicht. Trink mal ein Käffchen. Und schon ist fertig. So ein Kaffee aus einer Ohio-Tasse wirkt Wunder. Speichern. Ummikopieren. Ersetzen. Null. Kaputt. Zurückverfolgung, jüngste, bla bla bla. Runtime Error kann nicht wieder eingehängt werden, wenn per USB sichtbar. Er ist nicht wirklich der schnellste. Nee. Kann ich jetzt wieder rüberkopieren? Hat jetzt einen Schreibschutz drin und ist für alle Ewigkeiten kaputt. Ich kann nur rüberkopieren. Wenigstens das. Das hat er doch mit diesem Storage-Modul gemacht, gehabt das letzte Mal, oder? Wir haben hier oben Calibrate Storage Remount. Jetzt schauen wir uns das Dev
Safe Config mal an. Also er hat es auf jeden Fall gemacht, ich weiß es noch. Das Dev Safe Config, das schauen wir uns jetzt nochmal an und vergleichen es mal mit dem. So, wir haben, ich muss ein bisschen kleiner machen, müsst durch. Dev Safe Config. Global Calibrated Zero Angle. Config ist gleich. Zack, zack. Das ist eigentlich wurscht, was er da macht. Weil ob er es davor oder danach macht, spielt keine Rolle. Storage Remount Read Only is False. Das wird da vermutlich schon gleich sein. Aber jetzt kopieren wir dann das nochmal rüber. Read Only False. Try with Open Config JSON. Jetzt tun wir es einfach mal 1 zu 1 so rüber. Wie es schon mal funktioniert, hat das Ganze eigentlich. Code.py ersetzen 0. Ah, jetzt hängt es noch einmal auf. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man hier noch offen haben. Wir müssen hier, glaube ich, auswerfen. Wenn wir jetzt auf 0 drücken, ja, dann geht's. Wir müssen ihn auswerfen. Das war das Problem. Und dann klappt das auch. Hätte vielleicht der alte Code auch vielleicht funktioniert. Gut, dass er dann da gleich eine Exception wirft, liegt da an dem Try und Except. Da müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir das irgendwie anders hinkriegen. Wenn wir jetzt auf die Taste drücken, macht er das auch. Er hat ungefähr einen ähnlichen Wert. Jetzt drehen wir das Ganze mal auf 0. So, das war, glaube ich, er da. Ich lasse euch mal mitgucken. Pomik! Disable Concurrent Write Protection, das ist die Gefahr, dass das erschossen wird, wenn beide. Ja, ich schreibe ja eh nie gleichzeitig. Von dem her war das ja eigentlich nicht das Problem. Aber das schauen wir jetzt gleich an. Perfekt. Danke für den Hinweis. So, ich drehe jetzt den auf 0. So, und sage jetzt hier 0 Punkt kalibrieren. Dann hat er den bei 324 kalibriert. Und jetzt haben wir, wie haben wir, was haben wir denn gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wir haben gesagt, Bildschirm. Ich blende euch die Optilia hier wieder. Was habe ich denn das letzte Mal gemacht, dass die so komisch ist? AZX81, da hat man die Tastatur da oben, ne? Irgendwie sowas war da. So, den klatschen wir uns dahin. Dann legen wir da noch was drunter, damit seht, was da gerade für Zahl angezeigt wird. Zu viel darf ich nicht drunter legen, weil sonst klappt dann nicht mehr richtig. Ungefähr sieht man es. So, und dann haben wir gesagt, X. Mit X haben wir gesagt, blättert dahin, ne? X. Okay. Ich glaube, Rot und Blau vertauschen. Ich glaube, der dreht in die falsche Richtung. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ich vertausche mal Rot und Blau. Kann ja mal passieren, ne? Der Kondensator an der falschen Stelle ist. So, Blau, da eine. Eine. Ich glaube, der Kondensator ist an der falschen Stelle. Gut, dass man abbrechen kann mit X jetzt. Und schon flappt er richtig. So. Ganze Straße dunkel, kann ja mal passieren. So, bei 50 bleibt er stehen. 51 haben wir gerade. Ne? Kann man, glaube ich, ungefähr bisher erkennen.
So, dann schauen wir uns jetzt das an, was der Bommic geschrieben hat. Storage Remount hat eine Funktion, da ist Disable Current Write Protection. Jetzt tun wir das einfach mal. Kannst du zur Storage-Funktion die Disable Concurrent Write Protection hinzufügen, dass ich das Dateisystem unter Windows nicht aushängen muss. Schauen wir mal, ob das geht. Gibt es nicht direkt. Ach so, dann ist das vielleicht aber Bommic vielleicht eine Mikrobyte-Funktion oder sowas. Das könnte natürlich sein. Ach so, ja, macht's. Dann schaue ich mal ganz schnell auf den Link. Die Adresse kopieren. Nee. Ach so, wenn ich da Adresse kopieren mache, dann kopiert er die. Also müssen wir da oben. Ah, nehmen wir das da oben. Copy Link Adresse. So, Storage Remount drin. Ohne Disable Current Write Protection. Bool is false. Das heißt, da könnte man quasi einfach Read-only wo sind wir? Safe Config. Read-only ist false. Also er hat quasi zuerst den String, wo er mountet, dann hat er Read-only ist false. Und dann hat er Disable bla bla bla. Ist gleich true. So müsste es dann quasi funktionieren, ne? Oder? Oder? Ja, jetzt probieren wir. Was soll denn schon kaputt gehen? Speichern. Ja, jetzt müssen wir hier aus- und einstecken. Dann haben wir den da wieder hier. Dann können wir unseren Code wieder rüberschieben. Datei im Ziel ersetzen. Dann haben wir den Code da oben. Restart. Wir hüpfen mit S. Hüpfen wir weiter. Jetzt drehen wir einfach mal ganz schnell. Also wir können auch mit X hüpfen, können es ja wieder abbrechen mittlerweile. Hoho, null. Seht ihr es? Seht ihr es? Genial. So, jetzt drücken wir 0, jetzt müsste es gehen. Nee, geht trotzdem nicht. Kann nicht wieder eingegangen werden, wenn per USB sichtbar. Macht er trotzdem nicht, obwohl er per, also obwohl ich jetzt das drin habe. Macht er nicht. Schade. Oder Moment. Moment. Wenn true the check, that makes it, is disabled. Disabling the protection allows CircuitPython and host to write to the same version with list advisement will be corrupted. Ja, das muss true sein. Wenn true the check, ist disabled. Ja. Ne, tut aber nicht. Habe ich true? Macht er nicht. Macht er leider nicht. Schade. Und warum? CircuitPython config.json edit with notepad. Warum schreibt er da was anderes hin? Nullpunkt ist null. Weil eigentlich sollte er da ja, das hat irgendeinen Fehler noch. Eigentlich sollte da nicht Nullpunkt gleich Null hinschreiben, sondern eigentlich sollte er da ja den Calibrated Zero Angle hinschreiben, genau. Calibrated Zero Angle, Config Zero Angle.
Breit, was schreibt das als Calibrated Zero Angle? Ja, kann natürlich nicht machen. Calibrated Zero Angle muss das Ding heißen. Jetzt schreibt das wahrscheinlich auch richtig hin dann, oder? Ja, jetzt schreibt das richtig hin. Muss auch richtig machen, das Ganze. Ja, aber leider, Bomik geht's nicht. Ja, vielleicht liegt es dann an Linux. Aber wir wissen jetzt, dass nicht geht. Dann würde ich, glaube ich, hier erstmal, also müssen wir das mit dem 3 machen, dass er uns dann kompletten Exception wirft. Wahrscheinlich schon, gell? Wird nichts anderes übrig bleiben. Aber macht nichts, dann lassen wir das mal so, wie es ist, komplett alles fix fertig. Wir müssen es halt endmounten, wenn wir das speichern wollen. Kriegen wir jetzt erstmal schon mal irgendwie hin, glaube ich. Das sollte mal nicht so das Hauptproblem sein. Wir müssen jetzt erstmal schauen, warum er so enorm aus dem Ruder läuft. Jetzt machen wir erst allerdings, weil wenn ich hier auf Stufe 50, wir haben ja hier echt viele Stufen und der bleibt ja instant stehen, wenn er auf der Stufe 50 ist. Und gerade, was hat das auch sogar tatsächlich? Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt bin ich happy. Es brennt aber ausnahmsweise mal gar nichts. Ja, bleibt jetzt schön bei 50 stehen, ne? Dann ist es eigentlich nur so eine Nullpunkt-Kalibrierungsgeschichte, die wir da gehabt haben, die wir aufpassen müssen. Jetzt ist aber 51. Ja, finde ich jetzt nicht wild. Das Feinjustieren wir dann noch raus, wenn wir soweit sind. Ich würde sagen, wir gehen den nächsten Schritt. Und zwar 50, 50. Damit. Aber er läuft nicht davon, ne? Jetzt drehen wir ein paar Mal durch, nicht, dass er dann bei 52 auf einmal steht, dass er irgendwie davonläuft oder so. Wäre gerade meine Panik. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Na, jetzt sind wir wieder bei 50. Das passt schon. Wir müssten quasi einen Nullpunkt. Wir müssten quasi in dem Moment exakt da, wo wir auf dem Dings rüberhüpfen. Jetzt hängen wir das schnell aus. Auswerfen. Dass wir speichern können. Wir müssten quasi genau in dem Moment, wo er hier überspringt. Also wirklich ganz exakt. So, genau jetzt ist er übergesprungen auf den Nuller. Genau an dem Punkt müssten wir jetzt den Nullpunkt kalibrieren. Weil dann hat er nämlich eine ganze Horde an Stufen Zeit, um nicht drüber zu laufen. Genau, jetzt sind wir bei 49. Trimspy, danke nochmal. Also wobei, das Problem ist halt auch, dass man hier, dadurch, dass er nicht wirklich gerade steht, halt auch echt schon Probleme haben. Also das Ding muss echt gerade stehen, damit es wirklich auch vernünftig runterfällt. Das schauen wir uns dann noch an. 49. Das müssen wir uns dann noch anschauen. Also das sind dann Feinjustagen. Da könnte man Variable einfügen. Da ist ein leeres Blatt dabei, ja. Das haben wir mit rein gerechnet. Wir fangen bei 0 an zu zählen, deswegen klappt es mit dem leeren Blatt. Wir packen da dann eine Variable dazu, die man einstellen kann in der Config, hätte ich gesagt.
eigene Kamm für die Anzeige. Ich überlege gerade, wie ich es hinkriegen würde. Rein theoretisch, jetzt passt es mal auf, könnte ich die da rausziehen? Wie weit geht das Kabel? Oh, das hängt da hinten am Oszilloskop fest. Oh, da hinten am Oszi fest. Da raus, hängt da fest. Macht mal so. Bringt man nicht lang drüber, sondern macht es einfach. Jetzt nur irgendwie festgemacht kriegt, dass es nicht rumkugelt. Dann haben wir kleine eigene Kamera. Wenn ich es hinkriegen sollte. Da müsst ihr euch jetzt kurz gedulden. Irgendwie so. Wird sie klappen. Irgendwie so könnte es klappen. Hinzufügen. Videoaufnahmegerät existierend. Und zwar die Front. Heißt die Front. Ja. So. Schneiden wir es dann ein bisschen zu. Dann tun wir nur den Filter raus. Und dann haben wir hier noch unsere Ballblätter. Will man denn mehr? Ja. Jetzt wird dann die Kamera gleich runterkugeln, weil der Wind die Kamera von meiner Spezialhalterung weht. Genau. Null gibt es auch. Wir haben aber. Achso, das 49. Wir haben, was haben wir für Stufen? Haben wir gleich rein? Haben wir die 62 Stufen? 62 Stufen haben wir, glaube ich, drin. Ne? Das haben wir richtig konfiguriert. Irgendwo. Da, 62 Stufen. Das sollte passen. Dann machen wir jetzt noch mal was anderes. Bei 30 kommt das leere Blatt, glaube ich, daher, oder? Jetzt müssen wir noch mal, jetzt schauen wir noch mal durch. Also wir haben ja hier bei 60 haben wir ein leeres und bei jetzt habe ich 0 gedrückt. Oh, jetzt, ich wollte nicht 0 drücken, ich wollte was anderes drücken. Ich wollte S drücken. Bei 31 haben wir leeres Blatt. Und jetzt sind wir bei. Jetzt muss ich nochmal die Stufe neu kalibrieren. So, jetzt sind wir bei 0. Und wenn wir jetzt mal auf. Jetzt sind wir bei 26, weil wir ja plus 0. 29 ist 30. Das ist 33. Ja, das macht er schon richtig. 33. 49 wäre es richtig. Ja, tatsächlich. 49 ist die Stufe 50. Da habt ihr recht. Da macht das jetzt richtig. Dann bin ich happy. Dann bin ich happy. Ja, dann macht das eh richtig. 50 ist 49. Dann haben wir uns da vorher die ganze Zeit unnötig Gedanken gemacht, dann passt es jetzt eh, wie es ist. Und er bleibt da zuverlässig bei 49 stehen, glaube ich, gerade. Ne? Was ich aber nichtsdestotrotz sagen wollte, wir werden eine Variable hinzufügen, die nennen wir Korrektur, dass man quasi diesen Nullpunkt nur vielleicht um ein, zwei Grad nach vorne oder nach unten, nach vorne oder nach hinten schieben kann. Wenn zum Beispiel sagt ein Grad, dass er dann quasi diese Nullpunktkalibrierung einfach um ein Grad so ein Offset, dass wir quasi einen kleinen Offset mit reinprogrammieren können. Das glaube ich wäre ganz sinnvoll. So, dann gefällt mir das soweit schon mal ganz gut. Ich wollte jetzt als nächstes den Schritt die Uhrzeit über Internet abfragen.
Das wird was Spannendes. Jetzt stecken wir hier mal aus und ein. Mal wieder unseren Restart. Dass mal wieder unseren. Ja. Oh, jetzt hat das Putti ganz zugemacht. Du bist meiner. Schlawiner. Raspi. Jetzt müssen wir mal das sagen, was wir da angepasst haben. Und zwar haben wir angepasst. Das geht nicht, wir lassen es mal drin. Weil wegen aus Gründen. Wir haben nur die Datei angepasst, ne? Und die da oben. Weil er hat den falschen Wert drin gehabt. Dann. Wir haben die zwei Funktionen angepasst. Bitte übernimm den Code hier. Doppelpunkt, Steuerung V, Enter. Schauen wir mal. Er denkt. Und er schreibt nochmal alles hin. Schauen wir mal, ob er es wieder richtig hinschreibt. Das wird jetzt wieder eine Herausforderung an den Chat, das richtig hinzuschreiben. Oh. Es wäre echt, wenn der schneller schreibt mit dem Dings, wäre das echt nicht so schlecht, ne? Wenn er mit dem gekauften schneller tippen kann. Ich meine, da schreibt ja ich schneller in 10 Finger wie der. So, das Write Protection hat da drin. Und da nimmt er jetzt sogar den richtigen Calibrated Zero Angle Wert. Perfekt. In diese gut. Dann. Das hast du gut gemacht. Kannst du, damit der Hollow Aru gibt, kannst du den bestehenden, ja, wie so RTTY oder sowas, ne? So, gerade und gerade, dass er nicht stoppt, sagt nach jeder Zeile. Kannst du den bestehenden Code so erweitern, dass er, oh, jetzt müssen wir wieder WLAN und, oh, jetzt muss ich wieder aufpassen, wegen WLAN-Passwort und so weiter. Kannst du den bestehenden Code so erweitern, dass er per Internet die Uhrzeit holt. Probieren wir das mal. Genau, Lotkle, so schaut's aus. Und alles dank der Hammi, weil die hat mir die Flapflaps damals geschickt. Könntest du den NTP-Dienst nutzen, um genaue Zeit vom Internet zu halten? Da du wahrscheinlich bereits einen Netzverbinder auf den Raspberry Pi Core eingerichtet hast, können wir die Uhrzeit von einem NTP auf. Hier ist eine erweiterte Version der Codes, die Uhrzeit vom Internet holt. Ich finde das Modul NTP-Time, das Abrufen eines NTP-Servers vereinfacht. So. OpenConfig.json. Da müssen wir jetzt unser Gedönse wieder reinladen. Er nimmt sogar einfach direkten NTP-Server vom Adafruit-Pool. Aktuelle Uhrzeit, die gibt er dann sogar aus, wenn es funktioniert. Ach, ist das wundervoll. Jetzt wird es halt heavy. Jetzt haben wir komplette WLAN plötzlich wieder. Jetzt ist es wieder so von, ja, mach so kleine Dinge, so. Jetzt nimmt er sogar die Uhrzeit her, damit er seine Schleife da. So viel zum Thema Hollow. So viel zum Thema erweitere den bestehenden Code. Weil er hat jetzt da unten, jetzt ein bisschen einzoomen wieder. Er hat jetzt nämlich da unten das Running wieder komplett über den Haufen geworfen. Das mit der Zielstufe ist mir wieder komplett weg. Du hast das mit der
Zielstufe weggelassen. Das sollte bitte auch wieder dabei sein. Ich kann derweil schon mal hier meine Config.json bearbeiten. Störung V. Dann tun wir jetzt hier mal mein geheimes Geheim-WLAN rein. Und zwar, wie heißt's? OFW Friends. Ha, das Passwort, das dürft's nicht mitschauen. Nein, nein. Das hochgeheime Geheimpasswort. Wahrscheinlich schreibt das dann eh hin. Würde ich mal tippen. So, Resize. Das Passwort ist eben Git, von dem her alles wurscht. Spielt heutzutage eh keine Rolle mehr. So, was hat er jetzt gemacht? Ah, danke für den Hinweis. Ja, das ist mal, ne? Ah. Nicht, dass er das jetzt... macht, oder? Ah, egal, jetzt kopieren wir es mal rüber. Schauen wir mal, ob das ganze WLAN-Zeugs funktioniert. Ah, Steuerung S. Machen wir jetzt gerade wichtiger. Ob er dann auf die Zielstufe hindreht oder nicht. So. Wir explodieren schon gleich am Anfang. Kein Modul mit dem Namen Adafruit NTP. Ja, das müssen wir vielleicht da einfach runterladen. Ne? Könnte natürlich schon sein. Jetzt schauen wir mal. Nehmen wir einfach das daher. Libraries. Also haben wir da das ganze Bundle-Ding, das haben wir das letzte Mal runtergeladen gehabt. Ne? Dann laden wir es nochmal runter. Weil es sicher nicht mehr da ist. Genau. Ich gehe mal davon aus, wo hat das hingeladen? Heute noch fertig werden, danke. Unglaublich, dieser Chat, gell? Also das ist echt, nichts kann er. So, da sind wir. Und zwar lib. Wie hat das Ding jetzt geheißen? Adafruit NTP. Adafruit LMNTP. Gibt's da nicht? Dann müssen wir da schauen. Adafruit NTP. Dass er das nicht einfach automatisch runterlädt, das verstehe ich schon wieder nicht. So. Dann drück mal Steuerung D. Verbinde mit OFW Friends. Aktuelle Uhrzeit. 2024. 10:15. 19:14. Ja, plus 2 Stunden wegen Winterzeit und so, ne? Oder Sommerzeit oder was auch immer. Jetzt hat er aber hier wieder dieses nutzlose Chat-GPD-Ding. Hat jetzt hier wieder, ne, Calibrated Zero Angle hat er schon richtig drin. Warum schreibt er dann 0 hin? Na eben, NTC ist immer UTC, NTP ist immer UTC, genau. Ich rechne gar nichts. Ich rechne gar nichts. Ich benötige die Zeit nicht in UTC, sondern in der Zeitzone für Berlin. UTC-Zeit. Das ist jetzt echt gemacht. Oh, er macht's. Ja, cool, er tut. Oh, er macht hier so mit Dings, ne? Was für ein Tag das ist und so weiter. Boah, cool.
Ist das cool. Sowas von Handprogrammieren, da willst du ja immer, da willst du ja komplett Schwammerl. Unglaublich. Unglaublich, was der Chat alles kann. Der Rest deines Codes bleibt unverändert. Steuerung. C. Und ab wo will er das jetzt haben? WLAN-Verbindung. Funktion zur Abfrage der aktuellen GetNTB-Time. Also hier bis da oben. Steuerung V. Oh, schauen wir mal, ob das, ob wir jetzt richtig kopiert haben oder ob er gleich wieder komplett eskaliert. So, Code.py im Ziel ersetzen. Verbinde mit OFW Friends. Kaput. Error. Aktuelle Uhrzeit Berlin 2024, 10, 15, 21:17 Uhr. Ja, jetzt hat das richtig. Jetzt hat das richtig. Aber jetzt macht er da irgendwo, lädt er die Config und dann hat er irgendwo ein Problem. Load Config. Gib mir bitte den gesamten Code aus. Vielleicht habe ich irgendwas. Irgendwas vertan. Schauen wir mal. Das ist ja cool. Also, dass er das so mit Wochentage berechnen, Time, Make Time. Vor allem, dass das Time einfach da ist, dass ich dann nicht erst wieder in der Bibliothek umkopieren muss. Schon cool. Unglaublich cool. Und er tippt immer noch langsam. Und 40 Leute gucken dem beim langsam Tippen zu. Unglaublich. So, hat er da Calibrated Zero Angle, Get Calibrated Zero Angle. Aha. Und in der Config. Ach so, weil er 0 drinstehen hat noch. Weil er nichts reingeschrieben hat. Deswegen. Ich habe ja die Config gerade rüber kopiert gehabt. Deswegen lädt er da 0. So. Main Loop. Hallo. Was macht er denn jetzt? Jetzt macht er ja auf einmal ein auf hier so Hightech mit Name gleich Main und so weiter. Na, schauen wir mal, was das jetzt gleich wird. Speichern. Das braucht man nimmer. Code PY. Verbinde mit OFW Friends. Zurückverfolgung, jüngste Aufforderung, Zeile 160. Was macht er in Zeile 160? Die Main Loop starten. Dann geht er in Zeile 149, Sensor Value Get Average. Und dann in Zeile 137, Reading the Band Sensor Angle. TLV 493D hat kein Attribut Angle. Der hat das jetzt komplett. Der hat das da unten jetzt alles andere hat jetzt komplett kaputt gemacht. Du hast gerade alles, was den Sensor und die Tastatureingabe mit Warten auf Sollstufe etc. betrifft, kaputt gemacht.
Übernimm das alles 1:1 aus dem Code vor dem NTP-Zeugs. Unglaublich. Ja, wenn wir Highspeed-Keying machen würden, die Laser, dann hätten wir das da schneller reingeklopft, ja. Eindeutig schneller. So. Da überprüft er das noch alles. Dann Get Berlin Time. Das finde ich echt cool. Dann verbindet er mit dem WLAN. Dann holt er sich die Uhrzeit. Dann lädt er die Config. Das macht er jetzt auch richtig. Dann hat er das Speichern hier mit Storage Remount. Das hat er auch korrekt. Zero Point, Get Average Sensor Value hat er. Main Loop. Button Pin Value Sleep 1. Nee, was hat er denn gesagt, dass er macht? Nee, das tun wir jetzt komplett rückgängig machen hier alles. Wir tun jetzt, das gefällt mir nicht. Der hat das jetzt komplett kaputt gemacht. Wir load config get NTP time, connect to Wi-Fi, die Umwandlung, Steuerung C, Steuerung N, Steuerung V. Das ist jetzt das ganze Uhrzeitgedöns. Und da oben Adafruit NTP hat er drin. Ja, weil er alles komplett umschreibt da unten. Weil er da unten alles komplett umschreibt, obwohl er es eigentlich nicht müsst. Jetzt gehen wir hier wieder so weit zurück, dass wir das NTP-Zeugs weg haben. Ja, sind wir eh schon hier. Hier wieder Y, Calibrated Zero Angle. Das ist das, was wir gemacht haben. Und ab da packt er das dazu. Jetzt sind wir auf dem Stand, der komplett soweit funktionieren sollte. Jetzt geben wir dem oben einmal dieses Adafruit NTP dazu. Also was die komplette Dings, damit wir nichts vergessen. Das geben wir ihm alles dazu. Dann kriegt er das. Ich kopiere jetzt einfach da raus. Da ist nämlich auch farbig und schön. Dann kriegt er das dazu. Und zwar vom Load Config. Da geben wir jetzt mal ganz dick rein hier das Uhrzeitzeugs. Steuerung V. Dann hat er das alles drin. Dann müssen wir ihm Safe Config, Calibrate Zero Point, Get Average Sensor, Main Loop Connect to Wi-Fi und NTP Time müssen wir ihm unterm da Load Config und da braucht er noch Connect to Wi-Fi und Get NTP Time im Hauptprogramm. Load Config, Connect to Wi-Fi, Get NTP Time. Main Loop, while true. Da hat er, das tut jetzt irgendwie Kapseln, warum auch immer. Soll er Kapseln, wenn er meint. So, und dann müsste es da unten alles original so weiterlaufen. Schauen wir mal. CircuitPython, Code.Python im Ziel ersetzen. So, verbinde mit OFW Friends. Kaputt.
21:25 Uhr, das passt. Zeile 189 boxen jetzt auf. Check Serial Input. Beziehungsweise Zeile 164. Supervisor Runtime Serial Bytes Available. Der hat jetzt ein Problem mit dem seriellen Input. Kann er die SnapBytes? Doch. Supervisor ist nirgends definiert worden. Haben wir doch. Haben wir da jetzt irgendwas kopiert, was wir nicht kopiert hatten? Ich meine, das lief ja gerade vorher, ne? Ist da oben irgendwo weiter oben? Zeitzone. Jetzt schauen wir mal, bevor wir das Ganze gesagt haben. Check Serial Supervisor.Runtime. Code kopieren. Supervisor. Ach so, hat er das weggelassen oder was? Ich glaube es ihm ja. Ich glaube es ihm ja. Da hat die. Oh. Warum hat er da so viel weggelassen? Zwei fehlen, oder? Board, Bussio, Time, Math, Digital IO, Math, Digital IO, Time, SysJSON, Time, Sys, Import, Sys, JSON, Storage und Supervisor fehlt ihm auch. Storage haben wir, Supervisor fehlt ihm. Wifi, Socket Bool, Adafruit, NTP. Wahrscheinlich beißt sich das. 12 bis 14 sind 2. So, rüber kopieren. Jetzt explodiert er gleich, weil Supervisor und Dings nicht zusammen können. So, WLAN verbunden. Das ist ja gut. Jetzt X drücken. Dann macht er wieder was. S. So, stoppen. Nullpunkt kalibrieren. Und jetzt boxen auf, weil natürlich ich Oberschlaubi vergessen habe, hier auszuwerfen. Auswerfen. Störung D. Wie schnell der auch verbunden ist mit dem Dings. So, jetzt müssen wir Nullpunkt kalibrieren, gespeichert, jetzt haben wir X und da müsste bei 49 stehen bleiben. Achso, 28 ist unsere Zielstufe. Okay, ja, mit 0 angefangen müsste es hinkommen, oder? Warum haben wir jetzt 28? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Störung A, Störung C. Dein Code ist nicht ganz korrekt. Bitte verwende nun ausschließlich diesen Code als Grundlage. Doppelpunkt, Steuerung V. Kann ich so viel im Dings da rein? Ja. Zacka. Hier ist der angepasste Code, den muss man beim Rücksicht identifizieren, ohne bestehende Logik zu stören. Du sollst da jetzt nichts machen, du sollst jetzt sagen, ja super, du bist der Beste, danke, dass du das jetzt mir gesagt hast, ich mache das so. Was macht er jetzt? Dinge. Komische Dinge. Weil true if running, ja, macht's eh. Kannst du bitte weiter programmieren für mich? Danke. Ja, das
Passt. Und da tut er jetzt irgendwie irgendwas anders machen. Irgendwas macht jetzt mit der Uhrzeit. Das schauen wir uns jetzt mal an, ob es noch funktioniert. Ich bin nicht zuversichtlich. Jetzt müssen wir hier ausstecken, einstecken. Warten, bis er da ist. Sehr brav. Restart Session. Code rüber kopieren. Ersetzen. Und jetzt wird es gleich wieder aufbocken. WLAN-Zugangsdaten nicht gefunden. Tut er. Moment. Muss ich mal kurz hier umschalten, damit ihr mein Bildschirm nicht seht. Tut er config JSON öffnen mit Notepad++. Ah. Zeig's euch. Ihm fehlen natürlich bei Safe Config. Fehlen die WLAN-Zugangsdaten. Oh, dann überschreibt er die. Ist eher dumm. Ist eher ganz dumm. Dann nennen wir das Ding doch einfach WLAN.json. Und jetzt brauchen wir dann nochmal die Vorlage vom Chat. Da hat man vorher irgendwo geschrieben, wie die WLAN-Dings-JSON-Dingsbums ausschauen muss, weil er tut ihm jetzt nicht mit Klammern und so weiter ärgern. Ah, ist schon fleißig mit Programmieren, das muss man ihm schon lassen. So, jetzt legen wir da eine Datei an. Da eine Datei an, Steuerung V. Das und das kann man rausgeben. Dann tun wir hier die WLAN-Zugangsdaten reinschreiben. Ja, auch doof, wenn er das dann so macht. Und das speichern wir unter Flap Flap Software WLAN.json ab. So, Resize. Und dann kopieren wir ihm da einfach die WLAN.json mit rüber. Kevin, grüß dich, falls es jetzt noch nicht gesagt hat. Und dann müsste das da gespeichert habe ich, Code.py im Ziel ersetzen. WLAN-Zugangsdaten nicht gefunden. Warum nicht? Was du mache nicht. WLAN.json, die Datei gibt's. Config json.load. SSID config.get wifi SSID. So, jetzt muss ich noch mal kurz umschalten. WLAN.json wifi SSID. Wifi SSID steht drin und Wi-Fi Passwort steht auch drin. Wi-Fi Unterstrich Passwort, ja. Sollte eigentlich schon funktionieren. Warum macht das nicht? WLAN-Zugangsdaten nicht gefunden. WLAN-Zugangsdaten nicht gefunden, sagt er uns hier. Wenn if SSID and Passwort, dann macht er das. Und sonst sagt er WLAN-Zugangsdaten nicht gefunden. Ich habe es aber drin. Habe ich das gespeichert? Habe ich das richtig rüberkopiert?
Jetzt. Ich habe es vielleicht einfach nicht gespeichert oder was auch immer. Perfekt. Jetzt funktioniert es. So. Dann sagen wir im Chat nur das. Also läuft es jetzt mit X drücken? Bis 28 oder wo fährt er? Also 27. Ja, bleibt nicht stehen. Das mit der Zielstufe, das hat er jetzt nämlich rausgenommen. Das mit der Zielstufe hat er rausgenommen. Das macht er nicht mehr, weil er steht nicht bereit. Er ist immer noch in der Fertigung im Keller. Zielstufe macht er jetzt nicht mehr. Das machen wir jetzt aber sowieso anders. Wir machen das jetzt so. Die WLAN-Daten bitte aus der Datei WLAN.json holen. Die Config kann bleiben. Zudem funktioniert die Abfrage der Zielstufe nicht mehr. Nee, das Null jetzt nicht, weil er tut gar nichts. Gerade das Problem ist aber folgendes, dass er da unten das nur alle Sekunden macht. Das ist sein Hauptproblem. Nicht mehr. Die Schleife läuft nur alle Sekunden und nicht so schnell wie möglich wie davor. Er tut nämlich nur alle Sekunden das Ganze abfragen und das ist zu wenig. So, jetzt schauen wir mal, was er hier macht, ob er sich die WLAN-Daten jetzt vom richtigen File holt. Wenn er dann mal so weit ist, get time connect to Wi-Fi, WLAN.json, das macht er korrekt zum Glück. Get NTP time, load config, das hat er auch richtig lassen. Calibrated Zero Angle, Calibrate Check Serial Input, macht er auch wie er soll. If running, current time, ja, jetzt macht das hier wieder richtig. Perfekt. Kopieren, AVS. Wieder rüber kopieren. So, X drücken. Er hüpft trotzdem drüber. Er gibt mir auch die Zielstufe nicht mehr aus, ne? Macht er auch nicht mehr. Pin Value ist true. Time Sleep. Not waiting for. If waiting for step target. Oh, das hat jetzt aber komplett. Das macht er jetzt. Das macht er jetzt ganz komisch. Da macht er jetzt ganz komische Dinge, weil er schreibt das jetzt auch nicht mehr hin. If running, also mit S kann ich ja starten. S. Jetzt tackert er uns durch. Und da fährt er einfach drüber. Also er gibt mir nur noch aus, wenn ich auf S gedrückt habe. Auch interessant. Dass er das so kaputt machen kann wieder. Das Hauptprogramm so kaputt kriegt, das finde ich schon wieder echt der Hammer. Dann nehmen wir uns wieder das alte Hauptprogramm von irgendwo weit oben.
Da war sie mit drin, oder? Ja. Ups. While true. Steuerung C. While true. Steuerung V. Also, dass er das so kaputt optimiert, das muss man auch nicht verstehen. So, verbinde mit eurem Friends. Und zack. Schauen wir mal, ob er stehen bleibt jetzt. Ja, jetzt bleibt er stehen. So. Jetzt sind wir soweit. Übernimm bitte folgenden Teil ab. Wie heißt das? Was haben wir jetzt gehabt? Ab. Wo ist mein Notepad? Ab. Weil true 1 zu 1 wie hier geschrieben. So. Passt, hat er komplett übernommen. Ändere bitte den Code so, dass die Zielstufe, die erreicht werden soll, den Sekunden der aktuellen Uhrzeit entspricht, diese stetig aktualisiert wird und der und aktualisiert und wie nennen wir das? Aktualisiert und es muss auch der aktualisiert und erreicht wird. Schauen wir mal. Hier der angepasste Code, der die Zielstufe auf die Sekunden der aktuellen Uhrzeit setzt und diese stetig aktualisiert, während das Programm läuft. Der Code nutzt RTC-Datetime für die aktuelle Zeit und setzt Dead Target auf die Sekunden. Ich hätte nämlich gern, dass er diese Variable einfach aktualisiert und dann entsprechend hinhüpft. Schauen wir mal, ob er es macht. So, while true, if not, if running, current time monotonic, current RTC time, step target. Magnetic, Average, Angle, Step, if not waiting for Step Target. Ja, könnt schon irgendwie was machen, ne? Speichern. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich neugierig. Und jetzt müsste man ihm quasi mit X sagen, dass er oder S mal starten. Zielstufe. Hat er gerade gemacht, habt ihr es gesehen? Er war gerade bei 33 Sekunden und ist bei 33 stehen geblieben. Jetzt ist er bei 36 stehen, wenn wir wahrscheinlich gerade 36 Sekunden hatten. Zielstufe 55. Macht er. Zielstufe 3. Er macht's. Es passt jetzt zwar gerade nicht ganz 100% zusammen, was da steht und so weiter. Das wollen wir jetzt einmal nicht übertreiben. Er soll den Ablauf mit S und X stetig allein machen und nicht auf die Eingabe der seriellen Schnittstelle warten, sodass die aktuelle Stufe immer der Zielstufe entspricht, welche
von den Sekunden definiert wurde. Jetzt wird er gleich explodieren. Das, wenn funktioniert. Never. Never. Ich bin so neugierig. Code kopieren, Code einfügen, Code speichern, Code umikopieren. Da könnte man aber irgendwann irgendein Skript machen, das das automatisiert macht, oder? So. Ah, er hüpft drüber. Jetzt schafft es natürlich nicht, ne? Er schafft es natürlich nicht. Wir haben jetzt ein Problem. Aber er macht's. Er macht's korrekt. Er geht hin, er geht auf die nächste und dann hüpft er schon wieder gleich. So schnell ist er nicht. Jetzt ein-, zweimal klappt's und dann ist er zu weit gehüpft. Nimm bitte die Minuten statt der Sekunden für die Zielstufe. Ich bin froh, dass da jetzt nichts mehr brennt. Aktuell wird es eigentlich noch warm. Wird auch nichts mehr warm. Soll was, du bist schon weg. Dann schlaf gut. Mega cool. Mega cool. So, Code kopieren. Einfügen. Und umschieben. Datei im Ziel ersetzen. So, jetzt schauen wir mal, was wir für haben. Wir haben 48. Lassen wir mal drehen. Er bleibt aber nicht stehen. Moment, er bleibt zwar kurz stehen. Ah ne, jetzt bleibt's. Ne, bleibt nicht. Moment. Er bleibt leider nur. Ne, jetzt. Also, ne, jetzt hat das. 48 passt sogar. Müssen wir warten, bis die Minute abgelaufen ist. Aber er schwankt enorm mit der Genauigkeit. Da müssen wir noch schauen. Da hüpft er vielleicht einfach dann in der Zielstufe rum. IR-Finger TM wäre cool. So, jetzt warten wir auf 49. Und dann, ja, hüpft er leider wieder zu weit. Aber er hat es aktualisiert. Ich glaube, dass er da irgendwo bei der Abfrage, das schauen wir uns jetzt gleich an. 48, 49, da hüpft er drüber. Da ist ihm die Abfrage vermutlich. Prinzipiell funktioniert es, genau. Ja, er hüpft drüber. Er hat viel Schwung. Weil er hier, das ist ihm zu lang. Das müssen wir mal ein bisschen runterdrehen, glaube ich. Jetzt bleibt er stehen. Ich glaube, dass er einfach durch das zu weit drüber geköpft ist. Jetzt ist der Winkel, schaut gut aus. Jetzt müssen wir noch eine Minute warten wieder. Und ja, ist mir das Ding wieder drüber geküpft. Ich sehe schon komplett durchdrehende Leute, weil das Ding hier komplett aus dem Ruder läuft. Aber jetzt bleibt er stehen. 50, perfekt. Leute, perfekt. Ich bin glücklich. Mir reicht es heute. Ich finde, mitten in der Nacht, genau. Ich finde, wir sind schon einen guten Schritt weiterkommen. Er dreht die Minuten schon mal so hin, wie sie sein sollen. Ich glaube, das Ganze wird dann mit der richtigen Platine nochmal einen ganzen Tick cooler werden. Aber ich bin tatsächlich jetzt für heute zufrieden und würde sagen,
Wir lassen es für heute gut sein, weil das eigentlich schon ganz schön viel macht. Mehr, wie ich eigentlich erwartet habe, dass er macht heute. Ich werde wieder das ganze Zeug, jede Sekunde noch klack, sondern jetzt hat er es richtig gemacht. Geil. Sau cool. Ich soll nur einen Basser einbauen, dass jede Sekunde so ein macht. Das wäre cool. Find's mega. Ich finde es gerade mega. Er macht, was er soll. Er hat umgeschalten. Zweiter, ich bin gerade total begeistert. Ich bin mega begeistert. Jo Leute, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein, weil wir haben mehr erreicht, wie wir eigentlich wollten. Wir müssen nicht immer bis nach 10 streamen. Ihr wollt es auch ab und zu früher ins Bett, denke ich mal. Von dem her, wir sehen uns ja eh morgen schon wieder. Morgen geht es wieder mit ESP und Matthias weiter und am Freitag geht es wieder mit dem ZX81 weiter. Ich hoffe, die Folien sind bis Freitag dann auch da. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank an die vielen Abos. Wir sind bei 32 Abos. Daumen nach oben. Alle, die bei YouTube nachschauen, der Stream ist live auf Twitch anzuschauen. Ich bin Dienstag, Mittwoch, Freitag auf Twitch zu sehen, weil ganz viele sich schon beschwert haben, dass sie die Dings nicht kriegen, die Notification für den Stream. Oh, guckt's, guckt's. Er hat umgeschalten, bleibt bei 52 sogar, ist er sogar stehen geblieben. Cool. Ist das cool. Jetzt nimmer. Sven, danke für dein Follow. Jetzt jodelt er wieder weiter. Naja, man kann nicht alles haben. Ich stecke ihn auf jeden Fall aus, weil sonst wird er die ganze Nacht vor sich hindrehen. 51. Jetzt passt auch das, weil wir haben ja das Leerblatt drin. Jetzt wird auch die Zahl passen, die da steht. Dann allen eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für den Support von euch. Wir sehen uns morgen Abend um 20 Uhr wieder. Macht es gut. Ciao.